Die augenscheinlichste Veränderung, die Verlegung des Eingangs in die Batonstraße. Die räumliche Nähe des Museums Judengasse mit dem alten jüdischen Friedhof und der Gedenkstätte am Börneplatz ermöglicht die Auseinandersetzung mit Frankfurts jüdischer Geschichte nun auf besondere Art und Weise. Der Beweggrund war genau das, dass man das Ensemble, das historische Ensemble, was hier vor Ort zu sehen ist, stärker in den Blick nehmen wollte. Und dieses Ensemble besteht aus der Gedenkstätte für die deportierten und ermordeten Juden Frankfurts, aus dem jüdischen Friedhof, welches einer der ältesten jüdischen Friedhöfe Europas ist, dessen älteste Grabsteine also ins Mittelalter zurückreichen, und aus der Börneplatz-Synagoge, die dann an der Stelle der Judengasse errichtet wurde, und natürlich eben aus den Fundamenten des ersten jüdischen Ghettos Europas. Die neue Dauerausstellung nimmt die jüdische Geschichte und Kultur Frankfurts vom Mittelalter bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den Blick. Die Mainmetropole ist die einzige Großstadt bundesweit, in der die jüdische Gemeinschaft bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Auf vielfältige Art und Weise werden die Facetten alltäglichen jüdischen Lebens erfahrbar gemacht. Thema dieses Museums ist die jüdische Alltagskultur in der frühen Neuzeit in Frankfurt. Und wir präsentieren diese Alltagskultur in den Ruinen der Judengasse, was das erste jüdische Ghetto Europas war. Und das neu gestaltete Museum ist ein Lernort, gerade auch für Kinder und Jugendliche, dank einer interaktiv konzipierten Ausstellung. Ihr Ziel, Verständnis füreinander und tolerantes Miteinander zu fördern. Das große Eröffnungsfest am Sonntag ist von 14 bis 21 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei.